Erstmal ist Animal Farm ja ein hochpolitischer Stoff, der eigentlich vor allem eine historische Referenz hat. Also er beschreibt ja eigentlich die Entwicklung von der Oktoberrevolution hin zum Stalinismus. Plötzlich hagelt es von allen Seiten Schritte und Stöße auf Mr. Jones und seine Männer. Dieser plötzliche Aufstand von Kreaturen, die sie gewöhnt waren, nach Lust und Laune zu peinigen und zu misshandeln, jagte ihnen einer heilenden Angst an. Sie drehten sich auf dem Absatz um und rannten in voller Flucht die Straße hinunter. Ist halt eben darüber hinaus aber ein Stoff, der die Mechanismen deutlich macht, wie totalitäre Systeme eben entstehen. Und ich finde es natürlich auch hochaktuell, jetzt gerade wo demokratische Errungenschaften wieder in Frage gestellt werden. Und natürlich auch nach 30 Jahren friedlicher Revolution ist das ein Stoff, der, finde ich, auf die Bühne gehört. Schneeball war von Anfang an mit Jones im Bunde. Das geht aus Dokumenten hervor, die wir gerade entdeckt haben. Das beweist einiges, Genossen. Haben wir nicht selber gesehen, wie er versuchte, uns in der Schlacht am Kuhstall eine Niederlage zu bereiten? Wir spielen die Animal Farm nicht auf der Animal Farm von George Orwell, sondern wir spielen sie auf einer Putenmastanlage nach EU-Norm. Die Schauspieler haben das Verhalten und die Bewegungsmuster von Mastputen in diesen Mastbetrieben studiert und sich zu eigen gemacht. Man sucht eigentlich auf der Bühne einen souveränen Ausdruck oder man vermittelt einen Gedanken souverän an den Zuschauer. Und wir mussten uns sozusagen erarbeiten, das eben nicht zu tun. Wenn dann mal ein Tier stirbt, was ja vorkommt bei 20.000 Tieren, dann stehen die drumrum und picken und wundern sich, warum der nicht aufsteht. Also die verstehen gar nicht, dass da ein Leben zu Ende geht. Und das ist zum Beispiel was, was man überall in der Stadt und im Alltag die ganze Zeit eigentlich beobachtet. Doch in diesem Moment stieß Napoleon ein Winseln aus, wie es noch niemand von ihm gehört hatte. Und das finde ich eben, ist im Grunde genommen das, wo jetzt die Form, die wir hier gewählt haben, eigentlich auch eine gesellschaftspolitische These aufstellt. Also inwiefern muss man einfach vorsichtig sein, aufpassen, genau hinschauen, damit einem einfach nicht auf einmal das zugestoßen ist, was uns in Puten auf der Animal Farm sozusagen zustößt. Leuchten werden Englands Felder. Reiner wird sein Wasser sein, sanfter wehen dann die Brisen, wenn wir endlich uns befreien.